Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Internetsprechstunde Kopf- und Gesichtsschmerzen. Mein Name ist Dr. Wolfgang Koch. Kopf- und Gesichtsschmerzen, aber auch Nackenschmerzen haben häufig ihre Ursachen im Bereich des Mundes, im Bereich des Kiefers. Und dementsprechend haben wir uns in unserer Klinik auch darauf spezialisiert. Das heißt, wir haben uns sehr intensiv mit der Diagnose, mit der Therapie von Kopf- und Gesichtsschmerzen auseinandergesetzt. Und das Wichtigste für uns, aber allgemein auch, ist das ärztliche Gespräch. Das heißt, wir wollen zunächst von Ihnen wissen, seit wann haben Sie diesen Schmerz, wie häufig haben Sie diesen Schmerz, wachen Sie zum Beispiel morgen schon mit dem Schmerz auf, wie ist die Intensität dieses Schmerzes und vieles andere mehr. Neben dieser gründlichen Anamnese ist natürlich eine fundierte Untersuchung erforderlich, das heißt Untersuchung nicht nur der Zähne, sondern auch der Beweglichkeit des Kiefers, der Stellung der Muskulatur, nicht nur der Gesichtsmuskulatur, sondern auch der Nackenmuskulatur. Wenn wir dann zur entsprechenden Therapie kommen, wenn wir also wissen, woher der Schmerz bei Ihnen kommt, arbeiten wir gerne im Netzwerk mit anderen zusammen. Das heißt mit versierten Physiotherapeuten, mit Orthopäden und mit Immunologen. Das Gebiet ist also sehr umfangreich. Dementsprechend schicke ich Ihnen auch gerne noch zusätzliche Informationen zu. Schreiben Sie mich an per Mail oder kommen Sie einfach zu einem unverbindlichen Beratungsgespräch in unsere Klinik. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dahin.